So. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, das klappt, was ich vorhab. Ich hoffe jetzt auch, sonst haben wir ein Mob-Problem. Nö, die sind trotzdem eingesperrt. Die kommen da nie raus. Also, außer es spawnt natürlich ein Creeper mittendrin. Also, der macht ja nichts kaputt. Nee, zum Glück. Oh. Also, du machst jetzt Skelett, Zombie, Spinne und. Ich mach erst mal nur eins und shit. Genau das, was ich gedacht hab. Das darf nicht so rankommen. Dann muss ich das hier ein bisschen umbauen. Alter, wie viel Schaden machen die an? Das ist kein normaler Schildschaden, was die machen. Es kommt auch darauf an, wie stark die Mobs sind, gegen die du kämpfst. Gut, dass ich gerade erstmal meine ganzen Level weggeräumt habe, die ich mir vorhin gefarmt habe. Das bleibt bitte einmal offen. So, da wollen wir noch mal gucken. Anschalten. Jetzt brauche ich wirklich einen Repeater. Sonst ist das Signal zu schwach. Ein Repeater oder ein Comparator? Ein Verstärker. Dafür brauchen wir doch keinen Quarz. Tja? Ja, ich kann dir einen craften. Mach das mal bitte. Die Comparator braucht einen Quarz. Warte mal, Comparator ist das, was aussieht wie so ein Dreieck drinne, oder? Das ist das, was womit du Signale auch blocken kannst. Nee, ich brauch das andere Teil halt. Damit ja, ich... Das machst du einfach mit zwei Redstone-Fackeln. Und einen Stein und zwei Redstone-Fackeln da oben. Oh, wow. Und zwei Stein, zwei Redstone-Fackeln an die Seite und zwischen die zwei Redstone-Fackeln hast du einen Redstone. Nö, gar nichts. Doch, ein Redstone. Ich hab's gerade hergestellt. Also. Wow. War der Meinung, gar nichts. Warte, ich bring's dir einmal zu dir hoch und du sagst mir, ob das Ding ist, was du meintest. Ja. Du meintest das Ding. Ja, genau. Das muss ja. Man auch so noch glauben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Moment. Mach mal den. Jetzt. Ach, komm schon, ernsthaft. Steht und das Signal kommt bis ran. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich normalerweise deaktiviert sein. Normalerweise. Das sind 1, 2.
bisher nur den Skelett-Spawner. Ja. Wir müssen aber aufpassen, welche Spawner wir benutzen, weil ich glaube, du hast ja einen Cave-Spire-Spawner wahrscheinlich auch dazwischen. 9 Stück habe ich insgesamt davon. Ja, die kannst du so nicht benutzen. Ich muss sowieso erstmal gucken, ob das überhaupt klappt hier. So, jetzt ist auf jeden Fall erstmal aus. Kurze Frage. Jetzt ist an? Jetzt ist aus. Aik? Ja? Wenn du den an die Wand gesetzt hast, können die auch hinter der Wand spawnen. Da ist nur ein Block frei. Für die Redstone-Leitung, mehr nicht. Nein, ich meine auf der anderen Seite der Wand, also hinterm Haus. Da sind 3-4 Blöcke dazwischen. Sind da so viele Blöcke dazwischen? Ja. Ja. Komm hier hoch, dann siehst du es. Ja, gut. Der ist hier vorne. Aber an sich könnte man es jetzt. Könnte man es jetzt schon mehr oder weniger testen, ob es funktionieren würde. Ja, ich muss erst mal zubauen, damit die dann spawnen, weil jetzt bei Tageslicht spawnen die auch nicht, wenn Tageslicht dran ist beim Spawner. Hier muss doch ein Block wieder hin. Ja, ich muss ja dann erstmal gucken, wie ein und aus ist. Dann. Warte, jetzt gerade ist es aus, richtig? Also die Redstone-Leitung wird das ist aus. Okay, dann ich hol mal eben ein Schild. Ich hab nämlich noch Schilder über. Ich hab eine Doppelkiste Dreamstone. Also falls du was brauchst. Ich bin auch schon am Durchbrennen. Befürchtung, dass das zu hell ist. Achso, der muss erstmal an, oder? Oder ist er schon an? Jetzt ist er an. Man guckt. Wenn man auf den Lever guckt, sieht man auch, dass der rote. Also, wenn man Partikel anhat, sieht man auch, dass die Partikel da leuchten. Ja. Aber ich glaube, dass das zu hell ist. Nee. Hä? Ist er jetzt gespawnt? Und also das kann auch sein, dass das unterirdisch ist. Also in der Mob haben ist keins gespawnt. Kann es sein, dass die unterirdisch spawnen? Weil dort eine Höhle ist? Nee, da unten dürfte keine Höhle sein. Abwarten, einfach mal abwarten. Nee, da müssten schon ewig lange hier gespawnt sein. Ich hab mal jetzt Dings angemacht, man wird auch angezeigt von Subtitles, dass irgendwo ein Skelett ist. Ja, unter uns, genau, hört man ja auch. Hier muss es eine Höhle geben. Glaubt ihr, ich jetzt beide einfach da überall durch? Ich glaube, ich warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo es gespawnt ist. Können wieder alles zumachen. Ja, warte, ich hole die Glocke durch. Das Problem ist, dort, wo die Redstone-Leitung 1 hochgeht, sind ja 2 Blöcke immer nach oben frei. Ja, dann ist es erstens dort und zweitens kann es entweder sein, dass ich die Helligkeit so nur so eingestellt habe, oder ist das verdammt hell dort drin. Also so hell, wie du es anscheinend siehst, ist es da drinnen nicht. Und ja, hier ist das Skelett. Bei mir ist es aber auch verdammt hell. Und ich habe einfach nur die Standard-Minecraft-Helligkeit hochgestellt. Ich habe, glaube ich, auch nichts umgestellt. Also natürlich ist es dunkler als am Tag, aber es ist immer noch heller als... Ja, natürlich. Das Licht scheint doch jetzt noch von draußen rein durch die Trapdoors. Wie mache ich das jetzt mit dem 2 Block hohen Ding hier? Nur die Ender. Lass mich mal gucken, vielleicht habe ich eine Idee. Weil mit Redstone kann ich mich einigermaßen aus. Hier die Stelle. Ja. Kriegt ein paar Blöcke.
Bringt nichts, wenn du jetzt, wenn ich das jetzt so mache, jetzt müsste eigentlich drinnen ins gespawnt sein. Ich habe gerade wieder ins gehört. Ja. Ja, ist drinnen in der Farm. Du kannst es doch ganz einfach zumachen. Nein. Kannst du da noch blocken? Ja, das spawnt dann hier unten. Das spawnt dann hier unten und hier unten kann dann auch eins spawnen. Gib mal Blocker. Und wenn ich jetzt hier an den. Ja, die spawnen, aber ich setze. Bringt glaub, das nichts, dann wird das. Dann wird das Signal unterbrochen. Drei Stück. Die spawnen, aber ich glaube, dass das an der Dämmerung liegt. Also, wenn du jetzt Slabs machst, hättest du nur in die Kiste gucken brauchen. Ach so. Ja gut, machen wir das halt so. Ike. Moment. Ja, das war's schon. Kurzer Vorschlag, dass man statt den Trapdoors Slabs macht, dann müsste der Raum auch dunkler sein. Weil weiter, das wenn du das wird hier noch dunkel genug, Darko. Wenn das Haus komplett fertig ist, dann hast du es da drinnen komplett dunkel. Das ist dann wie auf Eldercraft in meiner Mobfarm. Die haben mir jetzt alles geklaut hier. Ich habe jetzt eh ausgemacht, ist noch keine Einweihung. Aber hier, Darko, ich habe was für dich. Hat das Skelett gedroppt. Ja, und was soll ich damit? Anziehen. Hä? Kettenschuh. Ja. Also dürfen wir noch nicht anmachen. Nein. Oh, ich spawn aber so, dass. Warte, das Ding ist. Ich spawn trotzdem. Oh, wow, dann brauch ich gar keine Reds. Fick dich, ey. Guck mal zur Sicherheit noch nach, ob. Warte, ich. Warten jetzt einfach mal. Wenn jetzt ohne Spawn. Ich guck mal auf der Rückseite, weil ich hab grad meine Vermutung. Ja, ich die spawn ohne, brauchst nicht gucken. Nee, ich hab eine andere Vermutung gerade. Okay, nee. Dann kann ich hier doch nochmal umbauen. Dann funktioniert aber auch das Plugin nicht mit dem Redstone. Ja, vielleicht muss auch direkt ein Hebel dran sein. Aber ich sag mal so, mich stürzt nicht, wenn das auch so funktioniert. Solange es nicht länger anfängt, ist ja alles gut. CO2 wollen wir uns kurz hinlegen, damit Ike bauen kann. Ich kann auch Ike eben verteidigen. Okay. Erfahrung klauen. Ja, die brauche ich nicht. Ey, da kommt ein Skelett. Alter, da musst du aufpassen, die sehen dich jetzt viel früher als sonst, als normal. Ja, die antworten auf dich aggro. So. Erstmal wieder alles rein. Allein CO2 beschützt eigentlich. CO2 farmt. Wenn Eike drin und unterwegs ist, braucht man ihn ja nicht beschützen. Bitte die Steine, die aufgesammelt werden, drinnen lassen. Man wird dadurch noch getroffen. Ja, wenn du sneakst. Oder wenn sie weiter hinten im Wasser sind. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Er klaut das mir. Nur die Erfahrung haben, dass ich vielleicht endlich mal meine Dings kriege. Da siehst du mal, was das Skelett davon hält. Was eigentlich noch schade ist, Ike, Eier-Aspekt bringt bei den Mobs dann gar nichts. Ja, muss es ja auch nicht. Weil ich habe mir da eigentlich eine komplett klassische Waffe vorgestellt. Also, dass die durch Wasser runtergefallen werden, auf einer halben Herz sind. Ist ja langweilig. Und das. Ja, aber das ist halt der Inbegriff einer Mobfarm. Für dich vielleicht. Für jeden normalen. Warum sollte ich es euch aber auch einfach machen? Man kann es auch mal ein bisschen schwerer haben. Da kam die hin. Kiste war dann da. Blöcke, dann hier der Spaß. Zwei, drei. Scheiße, habe ich das jetzt zu zweit gemacht? 1, 2, 3, 4 und 2, 3 dick hinten. 1, 2, 3, 4, ja. So, dann kommt da der nächste Spawner rein. Mal kurz bei mir zu Hause. Ich habe gerade mit der Desri. Ich weiß nicht, von der Haustür. Ja, der Mond geht doch schon wieder unter. Der geht doch schon wieder unter. Da hinten. Nein, ich bin Bogen gedroppt bekommen. CO2-Kämpfe nur noch mit Pfeilen. Jetzt wo wir eine unendliche Pfeilproduktion auch mehr oder weniger haben. Ich brauch Stein, Stein, Stein. Vier Level. Mitnehmen.
bisschen Holz. Das ist natürlich kacke, dass das mit dem Redstone nicht funktioniert. So könnte, hätte man 100% die Lecks ausschließen können. Du könntest theoretisch probieren, den Spawner oben an die Decke zu machen und von oben dann den Hebel dran. Es gibt eine andere Möglichkeit, trotzdem mit Redstone. Dafür müssen wir aber halt in den Nether. Mit Redstone-Lamps. Achso. Ja, aber wie gesagt, wir müssen erstmal ohne Nähte und Quarz auskommen. Ansonsten mit Sticky Pistons. Mit Sticky Pistons und einer Fackel. Ja, wir machen jetzt nichts Übertriebenes. Wenn Justin kommt, ändert sich das wahrscheinlich eh nochmal. Oh je. Ich kann mir vorstellen, was der da alles dann noch machen will. Aha. Oh. Danke. Sorry. Was denn? CO2 schubst mich einfach mal in die Mobfarm rein. Aber da sind keine Mobs drin. Noch nicht. Ja, später ist auch ein Deckel drüber. Nein! Was? Mein ganzes Holz! Sorry. Ja, was hat er gemacht? Mit Wein meiner hat Holz abgebaut. Warum ist das auch auf Shift standardmäßig? Wer kommt auf die Idee? Shift ist Mieten. Wer kam eigentlich da auf die Idee, dass Shift Sneaken ist? Weil in fast jedem anderen Spiel ist Steuerung Sneaken. Witzigerweise. Nur in Minecraft nicht. Ich hätte das auch umändern können auf eine andere Taste, bloß das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich hatte es nämlich erst auf F liegen. Warum nicht auf Y? Mein Weinweiner ist halt immer auf Y, deswegen habe ich gerade nicht drüber nachgedacht, dass ich Shift drücke. Also meins ist immer auf F? Ja, bei mir auch. F ist Hände wechseln, deswegen passt es da schon drauf. Hände wechseln braucht man nicht. Nö, stimmt, das brauche ich nicht. Obwohl jetzt mit den F habe ich mir wirklich von Icon gewöhnt. Dass ich das auch immer auf F mache. Ich nutze das Hände wechseln schon allein in der Mine, wenn ich Fackel in der offenen Top, um schnell aufs Schild zu wechseln. Ike? Ja? Guck mal dahin. Ja, ich sehe so. Darko, du wolltest doch Pillager haben. Hier hast du welche. Was? Das sieht halt zu gut aus. Ja, vor allem die zielen auf mich, schießt mich aber nicht ab. Hä? Die stehen hier einfach dumm rum und gucken auf mich. Ike, stellst du... Na, no! Oh, ich wollte einen Screenshot machen. Will ich auf Eich zielen. CO2? Ja. Könntest du die ab... Genau. Ich hab genau dann das den Screenshot gemacht, wo Darko wegrennt. Passt. Hast du's? Ja, die hätten wenigstens ihre scheiß Armbrust droppen können. Ich hab schon 2 Stück. Willst du dir so eine Verzauberung oder warum? Nee, ich will eine Armbrust haben. Das meine ich, ob du dir davon eine verzaubern willst später. Nee, es hat einen anderen Grund. Warte, wir haben ja schon Papier. Gut.
man kann die sich doch auch craften, oder nicht? Ja, klar. Ja. Mit Eisen und dann irgendwas anderes noch. Das ist eigentlich die. Die baust du bei jedem unter, oder? Diese einzelne Kiste, oder? Ja. Ich wette, Justin kommt später. Ja, ich baue noch eine Leitung ins automatisierte Lager rein. Soll er machen? Da hat er was zu tun. Kann was anderes machen, der Tunnel hinten weiterbauen. Würde ich auch gerne. Alter, machen, da hat er aber schon gut rangeklotzt, also da kann ich mich nicht beschweren. Ja, so langsam beginnt halt das Zeitalter für Justin sozusagen. Das, was ihm Spaß bringt. Wie kommst du an die Dinger nochmal? Doch einfach so. So. Ich mache jetzt hiervon noch ein Thumbnail. Dazu. Block, ich brauche dich. So. Und weißt du mal, wie ein Tripwire-Hook geht aus dem Kopf? Ja. Eisen, okay. Stick und Cobblestone. Ike, baust du hier noch was hin? Warte mal, Rechts von dir? Rechts von mir? Nein, rechts von dir, wo du gerade eben standest. Links von dir? Nö, da hab ich nur Bäume gefällt. Ach so, weil hier so eine gerade Steinplatte ist. Und Erde habe ich gefarmt. Achso. Da kann gerne irgendjemand was hinbauen, wenn er will. Ein Riesendödel oder sowas. Ach nee, das ist ja global laut Regeln verboten. Oder? Ja, keine pornografischen Inhalte oder Bauwerke. Ich glaube, ich muss meine eigenen Regeln nochmal überdenken. Ich wollte gerade sagen, wenn du es erlaubst, ist es ja nicht Regelverstoß. Ich hatte das ja mal, den ganz großen Vanilla-Server, den kanntest du ja gar nie, CO2. Da war, ja, da war Eistee noch mit aktiv, Tiger war dort drauf. Ich war auf einem Vanilla-Server mit drauf. Das war aber nicht der, glaube. Das war zur 1.14-Zeit, wo die gerade frisch rauskam. Das war nach der Kacke mit Society. Doch, da war ich zum Ende hin mit drauf. Ich hab den Ender Dragon mitgeklatscht. Ja, aber dann kennst du die, Gott, wie soll ich sagen? Die Testmap nicht, die wir da hatten. Nee, wo wir Plugins getestet haben. Ich habe da zwei Minecraft-Figuren gebaut. Eine männliche und eine weibliche. Die weibliche lag breitbeinig da und die männliche kniete dazwischen und onanierte der Frau auf den Bauch. Davon muss auch irgendwo... Ich habe sogar noch die Map. Und ich glaube aber, irgendwo existiert sogar noch ein Bild davon. Das war halt mein gelungenes Meisterstück in Minecraft. Ich hab immer noch Augenkrebs und dein Einhorn, was bei mir in Safety stand. Das kriegst du auch bei Dings wieder hingesetzt. Bei Cardino? Ja. Dir ist schon klar, dass wir dort im selben Haus sind. Na und? Du kriegst ein weißes oder ein pinkes, ich ein schwarzes. Dir ist schon klar, dass meine Lieblingsfarbe auch schwarz ist. Fisch? Darko, darf ich was austesten? Schieß. Ey, was hast du da für Raketenpfeile drin? Raketen! Feuerwerksraketen! Hä? Du kannst mit der Armbrust Feuerwerksraketen verschießen! Und was wolltest du jetzt testen? Ich hab leider kein Feuerwerksstar drin, weil ich glaube, mit Feuerwerksstern würden die auch Schaden machen, wenn die dann nochmal explodieren. Die stechen eine Feuerwerksstern her. Ich wusste es mal. Ah. Bleib mal stehen. Ike? Ja? Krieg mal kurz.
Dein was? Krieg ich mal kurz, ich hab das Achievement noch nicht. Reicht, wenn ich auf den Boden schieße, oder? Ja, ich hab hier oben bloß ins Kartoffelfeld geschossen. Danke. Möchtest du deinen Pfeil wieder haben, Ike? Nö, ich hab noch 4 Stück. Schieß mal. Oh, ein Herz. Das ist ja auch ein Verlangsamungsfall. Warte mal. Jetzt auch, wenn du vollgeheilt bist. Voll. Halbes Herz. What? Die Verlangsamungen sind besser? Ich glaube, alle Verzauberten sind besser. Nee, die auf Healing nicht. Ja, gut. ich hab den hier, ich hab noch einen Langsamungsfall für Nike. Doch, könntest du behalten. Also der hat jetzt einen Herzschaden gemacht, nur so nebenbei. Das null Herzen. Also das war jetzt null Herzen. Das echt? No? Anderthalb. Aber instant wieder voll geheilt. Was isst ihr denn so? Karotten, Aber, Apfel, Brot, alles was ich hab. Zombie-Spawner funktioniert. Yep. Jetzt fehlt noch ein Creeper-Spawner. Ich hab bisher nur Cave Spider Spawner. Den Rest müssen wir dann beim Dingsbums Golem Lotte kaufen. Ich hab noch einen Skelett Spawner und 9 Cave Spider. Man kann die aber auch umändern, die Spawner. Ja, wenn du ein Ei drauf machst. Mhm. Oh, 5 Level aus der Dingsfarm gekriegt. Nice. Aus der Ofenfarm oder? Ja. Hattest du nicht anfangs, das funktioniert nicht? Ich habe jetzt einfach mal das mit einem Hebel daneben gemacht. Ja genau, so wie Jesse meinte. Ich brenne da halt gerade die ganze Zeit Cleanstone durch. Ich kann dir auch Cleanstone geben. Kannst du gerne dort in die Kiste schmeißen. Welche denn? Bei der Mobfarm. Weil ich das ja dort brauche. Gut, dann ist hier Folgenende.